wie fast immer beim Spielersport. Wir haben keine Elektronik, es ist ganz viel Körperbeherrschung, haben Beschleunigung von 0 auf 100, gleich wie die Formel 1 auf Sand, haben natürlich auch gar keine Bremsen, also ist, wir haben keine Vorderradbremse, keine Hinterradbremse. Ich fahre auf einer Spielbahn, Endgeschwindigkeit bis zu 120, eigentlich auf eine Wand geradeaus zu, bewege das Motorrad am Limit im Drift, korrigiere das Motorrad rein, nur noch meine Gashand, Körperbewegung, Körperbelastung, Gleichgewicht sind. Wir fahren zwischen 4 und 6 Läufe am Renntag. Action im 2-Minuten-Takt. Ich meine, und da bin ich Rad an Rad, Ellerbogen, Ellerbogen. Und da sieht der Zuschauer alle 2 Minuten einen Start. Und dann gibt es Startkollisionen. Ich habe einen sehr adrenalinreichen Fahrstil. Und ich bewege mich doch sehr stark auf dem Motorrad. Ich arbeite sehr viel. Wenn mal Zuschauer außen sitzt und ich meine, ich komme nur 180 vorbei, ich habe eine Druckwelle vorne mir her und die Bretter waren vibriert, ich meine, dann da kann der Zuschauer mitleben, welche Geschwindigkeit du da fährst. Das ist dann einfach, ja, das ist die Faszination. No brakes, no fair, no limits. Du siehst ein Loch, zack, bumm, das Loch ist offen, zack, du musst da jetzt durch. Und dann, wie soll ich sagen, kommt der K.O.-Schlag und dann bin ich vorbei und der Kollege ist hinter mir und ich habe gewonnen. Ein absoluter Wahnsinn, zum ersten Mal liegt der Deutsche in Front. Jetzt fällt Thomas Goller über Martin Smolinski her, aber er kontert. Smolinski kontert und drängelt Thomas Goller völlig respektlos. Kein Respekt vor den Großen. But a brilliant ride by Martin Smolinski. Kommt, glaube ich, in keiner anderen Motorsportart so nah an die Protagonisten hin. Zwischen den Veranstaltungen gehe ich ins Fahrerlager und halte einen Plausch. Und ich bin da immer offen für Leute, da kommen Fans her, ich schreibe zwischen den Autogramme. Und ich habe kleine Kinderfans von mir, es ist einfach faszinierend zum Sehen, wie die mitfiebern. Und es ist, ja, ich habe das früher als Kind miterlebt und genau das möchte ich jetzt weitergeben. Super. Ich war früher auf einem No-Name und habe mich da hochgearbeitet und ich mache jetzt tausende Leute glücklich durch mein Können, durch meinen spektakulären Fahrstil. Und das macht halt einfach Spaß. Das ist faszinierend, wie man da, ja, das ist, lässt mich aufleben, der Adrenalinkick.